sagen, geht man halt mit der grobe Dreck runtergehen. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir zusammen, welcher Bike-Reiniger der bessere ist. Und zwar WD-40 Bike-Reiniger versus den Klassiker von MacOff. Also, was glaubt ihr? Wir werden es zusammen sehen, aber als allererstes müssen wir das Bike erstmal dreckig machen gehen und deswegen ja, packen wir es zusammen und gehen bei einem richtigen Sauwetter eine Runde Trails suchen. Bis dann. So, ganz kurz abchecken, wie viel Akku unsere GoPro hat. Das Wetter ist zurzeit unberechenbar. Wir wissen nicht genau, was passiert. Aber ich bin auch seit Montag nicht mehr Fahrrad gefahren. Heute ist Sonntag und meine Verletzung am Bein, die erste, die ich hatte, ist so gut, wie es geht, jetzt verheilt. Und ich würde sagen, ich bin schon wieder einsatzbereit. 11%. Ja, auf jeden Fall, falls ihr euch fragt, wie das Ganze passiert ist, eigentlich eine ganz dumme Geschichte. Ich hatte die Line eigentlich schon zu Ende gefahren und bin dann noch so, hab dann noch so einen Hüpfer gemacht und bin dann so abgerutscht und habe mir die Pedale und den Rest vom Fahrrad irgendwie so unter die Wade bis hin in den Hintern rein. Und es war halt nicht schlimm, aber einfach unangenehm und ich konnte ein paar Tage schlecht laufen. Aber jetzt eine gemütliche Runde Hometrail fahren und ich habe auch langsam einfach mal wieder Bock aufs Fahrrad. Also gehen wir auch direkt los. Im Anschluss machen wir natürlich das Fahrrad gemeinsam sauber und sehen mal, wo der Vergleich ist. Der MacOff Reiniger, den glaube ich fast jeder kennt von euch, gegen den WD-40. Und natürlich erzähle ich euch ein bisschen was zum Preis. Ich fühle mich auf jeden Fall richtig verarscht. Gerade eben noch Sonnenschein. Also ihr seht ja, Sonnenschein und gleichzeitig Hagel. Wir haben übrigens März und nicht April. Egal, ich sag, wir ziehen durch. Ziehen Helm an und da können die Heilkörner mir auf den Kopf fallen. Ist mir darum egal. Geht's da nicht. Hauptsache, die Frau zieht den Helm wegen den Hagelkörnern an. Ne? Nicht wegen dem Sturz, wegen den Hagelkörnern. Leute, durch Hagel und Sturm und Wind und Wetter sind wir gleich am Eingang vom Trail und sieht so ein bisschen strange aus alles. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch gleich mit auf die GoPro. 30% Akku haben wir, ich hoffe die Abfahrt reicht und dann dürfte, ja, das Bike ist schon langsam ein bisschen dreckig. Dann ein Stückchen, dann ist der Trail-Eingang. Ich bin das letzte Mal im Hardtail gefahren, dem da, und jetzt mal gucken. Mega nice, einfach wieder auf dem Bike zu stehen. Eine Woche fast war ich jetzt nicht mit dem Bike unterwegs und es tut einfach richtig gut, wieder draußen zu sein. Und ich spüre einfach, wie ich jetzt die ganze Zeit immer zu Hause gehockt habe, weil ich eigentlich nur Homeoffice mache und gar nicht rausgehe. Und jetzt ist es einfach mega schön gewesen, mal wieder in der Natur zu sein, auch wenn das Wetter nicht optimal war, aber ich will auch nicht zu verwöhnt werden, dass ich nur noch so ein Gutwetterbiker werde, sondern hier auch mal ein bisschen draußen unterwegs bei schlechtem Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr so gut Wetterfahrer seid oder ob euch das Wetter eigentlich egal ist. Ich muss allerdings wirklich sagen, es war ein bisschen komisch, nach dem ersten Sturz wieder auf dem Bike zu sein und wieder ein bisschen vorsichtiger alles anzugehen. Hat sich noch nicht so richtig angefühlt wie beim letzten Mal, aber ich freue mich schon, wenn es endlich wieder nach Nuttbush geht oder Valley, dann werden wir sehen, wie es aussieht bei Sprüngen. Jo, wir sind zurück und ein bisschen dreckig. Ja, so muss es aussehen. Ich habe mir jetzt gedacht, der WD-40, damit machen wir das Bike von der Lia ready. Und mit dem MacOff machen wir das Torque ready. Aber als allererstes spritzen wir das Ganze jetzt ein bisschen ab, damit der grobe Dreck runtergeht. Das muss man so oder so machen. Ja, erstmal einfach, kennt das ja, erstmal einweichen. Übrigens, das richtig das Allerbeste ist ja, wenn du selber komplett nass bist und dann auch das Bike sauber machen musst. Finde ich immer richtig schön.
Also, ihr seht ja jetzt, das Bike sieht eigentlich schon mega sauber aus, ne? Aber warum dann überhaupt ein Bike-Reiniger? Wenn das Ding jetzt trocknet und ihr stellt das einfach bei euch in den Keller oder in die Garage, dann sieht das wieder aus, als hättest du es gar nicht gewaschen. Und deswegen ist der Bike-Reiniger da. Weil dadurch sieht das Ganze dann ganz, ganz anders aus. Aber wir werden mal gucken. Ich melde mich, wenn ich fertig bin mit Einweichen. Und dann sage ich euch die Unterschiede mal alleine vom Einweichen her. Gibt es nämlich auch schon beim BD40 zum Mug-Off. Also wir machen als allererstes das Torque mit dem Mug-Off. Weil der Mug-Off hat Einwirkungszeit. 10 bis 15 Minuten, glaube ich, steht drauf. Deswegen machen wir zuerst das Torque, weil der WD-40 hat keine Einwirkzeit. Du sprühst es auf, machst es direkt wieder ab. Das heißt, ein bisschen pumpen. Hier. Schön. Alles ein bisschen einsprühen. Übrigens muss man sich keine Sorgen machen. Das ist alles tatsächlich biologisch abbaubar. Deswegen da kein Stress. So, auch immer die wichtigen Stellen nicht vergessen. Hier drumherum den Scheiß unten drunter, das hier. Das vergisst man gerne. Den lassen wir jetzt einwirken und den letzten Rest vom WD-40 kriegt jetzt die Cobra CP4.0. Die Cobra, geil. Also die Sprühflasche sprüht geiler. Ja. Aber das Ganze nicht an der Sprühflasche bewerten. Ja, während das Ganze kurz einwirkt, übrigens, der WD-40 hat mich gekostet rund 30 Euro, allerdings mit einem Kettenspray und einem Kettenreiniger dazu. Das heißt, so ein Alvetta-Kettenfett plus halt der Kettenreiniger. Das Mug-Off-Set mit einem, so einem Kettenreinigungsbürste, dann noch so ein Pad, der Reiniger und Bike Protect. Was ich eigentlich bisher kaum gebraucht habe, weil ich immer Silikonspray einfach benutze. Ich glaube, das macht eigentlich fast dasselbe. Das ist einfach, damit das Ganze schön scheint und mehr abperlt dann der Dreck. Das hat mich aber nur 23 Euro gekostet. Und ich muss sagen, hier alleine der Bike-Reiniger, hier ist auf jeden Fall nur 500 Milliliter drin. Ihr seht ja auch den direkten Vergleich. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, alles in allem ist das Mug-Off-Set günstiger. Vor allem, wenn ihr schon so ein Bike Protect dabei habt, dann ist das Ganze auch nicht so, ja, nicht so stressig immer abzumachen, weil der Dreck einfach fast abperlt, wenn du es komplett nur mit Wasser abspritzt. So Leute, es ist jetzt genug Zeit vergangen und deswegen checken wir jetzt, wie das Ganze ausgegangen ist hier mit dem Mug-Off und dem WD-40. Und zwar gehen wir jetzt direkt richtig hart zur Sache, scheinen auf die bösen Stellen mit dem Handylicht drauf. Und wir haben hier das Mug-Off. Ich muss sagen, ja, hier haben wir ein paar kleine Rückstände. Es kann sein, dass ich da aber auch nicht so super dran gegangen bin, ne? Also, wenn man es sieht, hier ist ein bisschen Dreck auf jeden Fall drauf. Aber ist jetzt nicht besser oder schlechter, habe ich das Gefühl, als damals der WD-40. Ich check jetzt mal das andere Bike ab. Das war... Ah, okay. Also ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt auf der Kamera seht. Das sieht auf jeden Fall wesentlich schlechter aus. Oh ja. Und wir haben das ja richtig, richtig krass eingesprüht. Naja, also es ist, beide Bikes sind sauber geworden. Aber das Canyon mit dem Mug-Off ist sauberer geworden. Jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, was euch besser gefällt. Ich muss sagen, Preis-Leistung auch von der Menge her war einfach im Mug-Off mehr dabei. Ich kann euch ja einmal ganz kurz zeigen. Ihr habt halt hier noch so eine ganze Tüte mit am Start. Das ist halt eigentlich ganz nice, richtig süß auch. Hier noch das Sonax steht da rum. Das ist das Bike Protect. Das sprüht man halt am Ende dann noch zusätzlich drauf. Dann habt ihr hier diese Bürste. Das finde ich halt richtig nice, weil ich hatte bisher gar nichts um Wheel und Components Brush. Ideal für Wheels, Rims, Spokes, Discs, Chokes, Forest Pedals etc. Ja. Ja, also so ein paar Sachen sind halt mehr dabei gewesen. Dann hier so ein Expanding Micro Cell Sponge. Ja, und halt der Reiniger, ne? Coole Sache. Alles in so einem praktischen Beutel, finde ich auch nice gemacht.
allein von der Aufmache her, muss ich sagen, hat sich da hier, wie das aussieht, MagOff einfach ein bisschen mehr Mühe gegeben. Bei WD-40 sah das dann einfach so aus. Ihr hattet da einen Karton, da waren die verschiedenen Dinger drin. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Das hier habe ich übrigens bisher benutzt, dieses Silikonspray, statt Bike Protect, weil ich das halt aus der Firma von meiner Familie, von der Druckerei, von den Maschinen her nehmen konnte. Hier habt ihr halt, das war halt so, ne? Also das Bike Spray war da, das war da, das war da. So, dann hast du die vier Dinger bekommen. Und das war auch das Ende vom Lied dann schon. Ja, ihr müsst jetzt selber entscheiden. Alleine vom Reinigen war das MagOff jetzt besser. Hat mich echt ein bisschen überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ja, es war ein Ticken besser. Entscheidet selbst. Letztendlich schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr Reiniger habt, die noch irgendwie besser abgehen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.